Was geht YouTube und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Heute sind alle Chaoten dabei, die ihr so vermisst habt, wie zum Beispiel die ganzen Hurensöhne, die jetzt irgendwas sagen werden in den nächsten 20 Minuten. Nee. Ich mach das Ganze sowieso nur wegen Geld, so. Ich doch auch. Und ich mache heute sogar mit Facecam, damit ich mehr Klicks hab, weil ich mehr Geld will. Ach ja, es stimmt, es gibt einige Ankündigungen. Und zwar macht Gabs jetzt mit Facecam und Niklas scheint auch aufzunehmen, unglaublicherweise. Ja. Scheint er nicht nur, es tut er auch. Mit Facecam? Mit Facecam. Oha. Ach, was. Wenn ich ja viel weniger Klicks hab jetzt bekommen. Ihr Bastard, was macht ihr, Söhne, Alter? Spaß? So, man weiß es nicht. Achso, ja, Gabs, ne? Ich wollte mal bei dir vorbeikommen. Ich hab die ganzen Druckplatten schon eliminiert. Darunter war nichts. Darunter war halt echt nichts. Du Hundeficker! Da war ich, das kann aber nicht sein. Du Hundeficker, du. Oh Gott, ich bin gespannt. Ja. War das mein TNT oder? Ja, hab ich aus deiner Kiste gesnackt. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ach, nee, ich hab bei Gaps... Wie in der COD-Lobby bei Zielers. Ich wusste, dass er die Kartoffeln sich wieder klaut, ne? Ach ja, stimmt. Ah, nee, ich hab die eh versteckt. Am Niklas, hast du Gravel für mich? Wie ich sie für dich weitergezüchtet hab. Gib mir wenigstens ein paar, Alter. Gib mir eine. Ja, warte, ich kann dir abgeben. Das Ding ist, ich hätte sie euch auch eh gegeben, ne? Aber ich musste sie zurücknehmen, weil ihr sie mir geklaut habt. Ja, aber sowas witzig. Was, ja, ich weiß. Marcelovic. Marcel, du warst doch gerade hier. Wo bist du denn jetzt hin? Bei mir. Vorsichtig. Ja, Marcel, ich pflanze jetzt einfach hier an. Ja, okay. Mach einfach genau wie vorher waren. Ja, genau. Marcel, hast du noch ein bisschen Gravel oder hast du das alles aus dem Inventar geschmissen? Ich habe hier noch zwei Gravel im Inventar. Das wäre sehr sanft. Zwei Stück, ja hier, wenn du damit klarkommst, dann... Es ist ein Anfang. Ist Pew eigentlich da? Er hat noch kein einziges Wort geredet. Da beruft gerade seinen Chef an. Du gesagt hast, die Hurensöhne, die in den nächsten... Oh, ich wusste es, Alter. Oh mein Gott, Alter. Du bist so unlustig. Hast du auch aufgenommen? Was? Du nimmst also auf und hast nichts gesagt, das ist in deiner eigenen Aufnahme. Idiot. Ja. Mann, Idiot! Bist du cool. One Stone, Mann. Ich geh in eine Höhle jetzt. Oh, Bein, oh, Bein. Niklas, das war irgendwie ein schicksalhafter Move. Weißt du, Niklas, ich bin erst drüber gelaufen. Ich bin erst drüber gelaufen, ne? Ich bin drüber, aber dann da war irgendwie so eine Falle oder so, ne? Ja, ich war noch unter. Nein, Niklas, Niklas, du glaubst nicht, was passiert ist. Nein, Niklas, hör zu! Ich weiß nicht, ob du das so geplant hast. Aber mich hat ein Skelettbogenschütze aus meiner Küche ins Loch geschossen. What? Digga, ich bin erst drüber gelaufen. Sneak mal. Wie konnte ich gerade überleben, Digga? Oh nein, Gibbs! Ich bin da drüber gelaufen, kann das sein? Ich bin auch drüber gelaufen, Digga. Du hast so viel Glück! Nee, da läuft man einfach drüber. Ich hab Skelettbogenschütze wieder runtergeschossen. Und deswegen. Aber ich das kann übrigens die Sachen. Hey, hast du ein volles Inventar, Digga, weil ich habe meine ganze Sache schon wieder. Ja, dann war mein Inventar noch voll. Und warum habe ich überlebt den zweiten Sturz? Ich glaube, du bist beim ersten Mal nur gestorben, weil du angeschossen wurdest. Digga, das gibt's doch nicht, Alter. Wie viel Pech kann man eigentlich auf einmal haben, Mann? Das Ding ist, ja, von mir war es ja so gesehen auch Pech, weil ich einfach noch am Graben war. Marcel, ich hab dir ein bisschen rohes Hühnerfleisch gegiftet. Warte, hilf mir mal. Nein, es ist so dunkel hier drin. Oh Gott, ich... Nicht zubauen, bitte. Es ist so dunkel, man sieht in der Aufnahme, glaube ich, gar nicht. Oh, Gabs hat uns auch schon zugebaut, deswegen ist es so dunkel. Ach so, Mann. Oh Gott. Ich will noch kurz was anhängen zu eurer Mann, bau es nicht zu! Und was willst du anhängen? Ich bin Angst vor Tod, ne? Ich habe mir das ja so gegönnt und dann ist mir was Kleines eingefallen als Kind. Darf ich das erzählen? Ja. Okay, ich war... Gabs, komm mal bitte nochmal hier hin. Deine Mom ist eine Hure, so. Ich war ein Kindergartenkind, ne? Du warst ein Kindergartenkind? Ey, ja, ich war ein Kindergartenkind und ich hab Playmobils geklaut. Ja, hab ich auch gemacht. Ich hab so viele Playmobil-Figuren geklaut. Und, hast du deine Rüstung verzaubert, du Stück Scheiße? Ja, ich hab den... Ey, was ist das? Warum dauert es so lange, das abzubauen? Eine Meta, Mann! Ich helfe ihm mal. Dann kam auf Kika, kam so eine Dokumentation. Digga, Niklas. Nein, ich erzähl nicht mehr, Mann! Was hab ich mit Obsidian zugebaut, du Hurensohn? Ey, wie brauchst du Obsidian her, Mann? Ja, hab ich gefarmt. Ich hab kein Creative, Digga. Ich hab keine Rechte auf dem Server. Kann ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Das funktioniert. Er will nur die Klicks, deshalb will er das beweisen. Okay, Pio jetzt erzählt, kann ich mich auch wieder konzentrieren. Fickt euch gegenseitig. Aber ich wäre dieses Jahr einmal fast gestorben. Soll ich das mal erzählen? Ja, es interessiert mich. Alle hoffen, dass es alle sagen, so leider. Ja, ich hasse euch auch. Interessant wärst du gewesen, hättest du uns erzählt, wie du dieses Jahr gestorben bist. Ich glaube, das ist nicht wirklich. Das macht mir ein bisschen traurig.
Ja, weiß es nicht. Mach mich ein bisschen traubig. Traubig? Wie eine gute Traube. Wie Gaps daherhoppelt, Alter, wie so ein dreckiges Mongo-Kaninchen, Alter. Okay, Jungs, ich geh jetzt in der Höhle, weil ich der absolute Überboss bin. Bring mir Gravelen mit. Wieder ein bisschen Zeug farmen. Ich hab nicht mehr so viel Eisen. Sonst ich hab noch 3 Stacks Eisen. In der Höhle, Mann. Ich brauch endlich Dias, Mann. Niklas, hättest du wenigstens die Treppe wieder hinstellen können? Hab ich nicht aufgehoben. Ja, cool. Dich dann unten im Verderbnis. Aber wie witzig ist das bitte, dass du den ersten Sturz, beim ersten Sturz halt stirbst, wenn dich das Skelett anschießt, Digga, das ist, vor allem, wie kommt das scheiß Skelett in meine Küche? Das waren absolut kranke Zufälle gerade, Alter. Ich hab ja Glas bei mir kaputt. Ah nee, das könnte der Creeper letztens gewesen sein. Oh Mann. Hat da jemand ohne Aufnahme gespielt? Soll ich den Regen wegmachen? Nein. Bin ja eine Gottheit. So, noch ein paar Spitzhacken. Digga, jetzt gehen wir zusammen. Komm, wir gehen zusammen in die Höhle. Ja, warte, ich muss erstmal mein Inventar leeren. Ja, ich auch. Ich muss auch meine Blase entleeren. Was lehrst du ihm, Niklas? Die Lehren des Vogels? Und er lehrte das. Erzählt, dass seine Mutter ein Vogel war. Kleiner Insider. Die habe ich auch gemeint, deswegen habe ich es auch gesagt, ihr Hurensöhne. Ja, ist ja. Ja, ich weiß. Ich fick euch eh, weil ich mich los hab. Kennst du nicht. Ja, jetzt kennt ihr es, oder was? Nee, deswegen habe ich auch gesagt, kleiner Insider, du Vollung. Digga, ich töte deine Eltern. Ja, hab ich schon. Man kann Kisten in eine Kiste tun, man, das ist ja Todesinception. Ich habe ein bisschen Essen mitgenommen, Niklas. Ich habe 32 Brote dabei. Ach ja, ich habe gestern einen Screenshot gepostet, also das mache ich jetzt gleich in der Vergangenheit. In der fiktiven Vergangenheit. Ja, wo du in Minecraft im ersten Projekt 2 Türen in die Crafting Table gelegt hast, um eine Doppeltür zu machen. Ja, Mann, lass mich doch, Alter. Übrigens, die Tryhard Cap, die ich gerade trage, immer noch reduziert auf 25 Euro. Niklas hatte sich auch schon gekauft und findet sie extrem geil, hat er mir erzählt. Niklas, Marcel, schenk mir einer, dass ich zu dir komme. Ich fick euch alle ohne Kontrolle. Erzähl nochmal, Niklas, warum. Erzähl nochmal, warum du sie so schön findest, Niklas. Ich finde sie so unglaublich schön, weil ich Qualität. Weiß, wie sie aussieht. Wegen der Qualität. Zweitens war die Qualität sehr gut. Ja, genau. Ja, das finde ich auch cool, dass er das von sich aus einfach gesagt hat. Ja, eben. Und der Preis ist auch unschlagbar. Sich hier gegenseitig unterstützen. Ich meine, zu dem Preis so eine Qualität. Oh Mann, okay, Pio, jetzt erzähl die Geschichte. Ich will es wirklich wissen. Jetzt ist er ja quasi selber schuld. Jetzt hätten wir ihn ja reden lassen, oder? Sind wir uns so einig? Ja, ist ja auch so. Jetzt können wir ihn auch gleich aus dem Let's Play schmeißen. Wenn er eben halt die ganze Zeit dazwischen redet, weißt du, das sehe ich aber nicht ein. Hab ich überhaupt noch? Ich hab gar keine Spitzhacken mehr. Zombie, verpiss dich. Ich hab fast was Falsches gesagt. So, ich geh mir ganz auf den Weg zu dir, Niklas. Der Zombie hat ein Eisen gedroppt. Was? Aua. Ja, das können die. Wusste das nicht? No hands. Ich brauch ein paar Pfeile, Mann. Niklas, weißt du noch irgendwo, wo ein cooler Höhleneingang ist? Warte, hier in der Nähe war doch noch irgendwo was. Hier war ich noch nicht drin. Ich hab noch Gaps hier im Inventar. Hier, guck mal, ich hab sein Gehirn gefunden. Guck mal. Ja, warte. Das finde ich nicht nett, Marcel. Und hier vorne? Ja, hier ist auch noch ein Creeper. Zähl ich meiner Mama. Niklas, guck hier, guck dir das mal an, da. Da liegt's. Das ist ein Creeper. Da, ich habe auch noch Gaps Gehirn. Der schwimmt, guck mal, haha. Aber Marcel, du checkst immer noch nicht, wann ein Creeper explodiert. Nein, ich wollte ihn explodieren lassen sogar, weil ich wusste, dass er mir nichts tun würde. Digga, das sieht so schlimm aus. Wie läufst du eigentlich so? Musst du dann so schräg rückwärts laufen, ne? So, oder? Hinter dir ist ein, pass auf, Zombie. Aua! Oh nein. Aua! Ich hab dich gerade über ein Diamantschwert gehauen, weil ich den Zombie hauen wollte, Alter. Wie du schon verzauerte Rüstung hast, Alter. Ich hab mir Gaps Verzauberungstisch gesnackt. Du hast ihn halt wirklich gestohlen. Gib den mal zurück, du Bastard. Gib den mal zurück, du Hurensohn. Gib den jetzt mal zurück, Digga. Marcel. Niklas. Und zwar, woran ich die ganze Zeit gebaut habe. Ich zünd dein ganzes Haus an, wenn du mir den nicht wiedergibst. Und zwar in meinem neuen Zuhause, Marcel. Ich meine, das Haus baue ich auch. Ich zünd dein Haus jetzt an. Ich hab's zum Beispiel, dass ich die ignoriere. Ich weiß es. Bitte erzählt die Geschichte, Mann. Ich hab keinen Bock auf den Leben. Warum nicht? Ja, weil ich jetzt ein Hurensohn bin. Okay, gut. Was soll das erzähle ich in einem eigenen Video bei mir auf meinem Kanal. Hä? Ich hab irgendwas Vergiftetes gegessen oder so. Ich bin vergiftet worden. Da war wahrscheinlich eine Hexe. Komm mit. Ey, ich verliere voll schnell Leben. Wie soll ich das? Hier ist eine Hexe, ja. Hier ist. Ja, du bist doch schon gar nicht mehr im. Niklas, entweder sagst du mir, wo dein Verzauberungstisch ist, oder ich zünd dein Haus jetzt wirklich an. Gaps, ich bin doch gerade auf dem Weg dahin, du Vollhonk. Na, ich hoffe. Dein Ernst? Ich bin schon bei deinem Haus. Dein Ernst?
Bin bei deinem Haus. Hast du direkt quasi in Österreich direkt neben Gaps bist du eingezogen, wenn man hier runter geht wahrscheinlich, oder? Mhm. Zeig mal. Ja, komm mit, also da oben ist eigentlich nichts mehr, da kommen halt noch Räume hin, aber das habe ich noch nicht gemacht. Hä, hast du ein neues Haus gebaut? So. Alter, was baut er sich hier hin, Alter? Ist auch Gipsverzauberungstisch und so. Ja, hier baue ich dann halt mein Haus rein, hier wird noch so eine Sicherungstür reinkommen und so. Und hier wo seid halt ihr denn? Stehen. Der hat sich irgendwie so eine, der hat sich irgendwas ausgehoben, Alter. Wo denn? Es hat sich ausgehoben wie tote Möbelpacker, kleiner Freestyle. Wo denn? Mich interessiert es halt wirklich. Deinem linken Ho denn? Na sag doch, wo habt ihr gebaut? Ja, warte, ich bring dir deinen Scheiß Tisch. Ich gehe auf einen Berg jodeln in aller Schweizer. Okay. Nee, jetzt eh nicht mehr, Gaps, ich hab ja alles verzaubert. Trotzdem ziemlich ungehobelte Aktion von dir. Ich habe ein eigenes Lapis benutzt. Wahrscheinlich. Ich will ganz kurz dazu sagen. Was für ein Lapis? Du brauchst Lapis zum Verzaubern. Echt? Wer durch die Tür durchgeschlüpft ist, Alter. Natürlich, natürlich, man kennt ihn. Aber schon ziemlich dreist, dass du mir selber sagst, wo du wohnst, Minik. Die alte Hühnerhure, Mann. Ja, Niklas, dann lass uns jetzt mal direkt... Aua! Lass uns jetzt direkt mal gleich auf den Weg gehen. Und suche ich mir eine eigene Höhle, wenn du jetzt nicht mit darfst. Ja, warte, ich muss mir noch Eisenspitzhacken machen. Ja, bring mir wenigstens meinen Scheiß, Digga. Ey, hast du mich gerade gehauen? Ja, mit einer Eisenspitzhacke. Das war quasi Ironie des Schicksals. Wo bist du denn, Mann? Bei meinem Haus. Hier ist ein Slender, Mann. Ey, du jetzt nicht hin. Wie du an ihm vorbeigelaufen bist. Ja, dann sag mir, wo du bist, Digga. Ja, ich hab's jetzt in die Kiste in meinem Haus gelegt, du Hurensohn. Ja, und wo ist die? Da, wo die Kartoffeln geklaut hat. In dem Haus, was du kennst. Ach so, und warum hast du dann was Neues gebaut? Alter. Digga, was ist hier los? Wie kommen die hier rein? Aber Niklas, ich sehe es eh morgen in deiner Folge, also. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt keinen Bock, dich da hinzuführen, weil Marcel und ich in die Höhle wollen. Ja, du bist aber ein Hurensohn. Wollen wir pennen gehen oder so? Ja, ich gehe zurück zu meinem Haus, ich will pennen, es ist so dunkel. Ja, ich kenn's nicht, pennen, ich habe hier kein Bett. Du bist so ein Hartz-IV-Empfänger. Ah, ich hasse jeden von euch, Mann. Außer mich liebst du? Nee. Ich habe auch keine Wolle, glaube ich. Doch, dich liebe ich, Gabs. Ich weiß. Ah doch, ich hab Fäden. Und ja, Marcel, doch, ich hab eine rohe Kartoffel gegessen, das bringt nicht so viel, weiß ich jetzt. Marcel, ich mach uns beiden kurz Betten. Okay. Oh, das war richtig dumm, was ich gemacht hab, egal. Ich geb dann auch Arsch, wenn du willst. Oh nein, Skelett kommt über mein Haus. Ich mach dir Betten. Ja, aber Marcel ist doch bei mir, du Idiot. Boah, du verstehst es aber auch nicht. Ja, doch, ich versteh's schon. Nee, verstehst du nicht, weil du dumm bist. Doch, weil du sein Arschloch bist. Ich schau mir doch deine alten Videos an. Ach so, jetzt schlafen, so. Warte ich. Oh, Digga, es hat so heftig geblitzt, ich werde sterben. Es gibt gleich einen Stromausfall, ich schwör. In real life? Ja. Hat's echt? Geil, man, ich hoffe, dass du das so richtig abkackst während der Aufnahme, Alter. Wäre schon ziemlich geil. Alter, gäb's echt jetzt. Pennt! Ja, warte, ich renne zum Bett. Ich bin gleich da, 10. Oh Mann, jetzt kann ich nicht mehr schreiben. Ich wollte, das wäre natürlich Freestyle gewesen. Also, so vernachlässigt. Er ist nicht gequittert, will ich hier nochmal sagen. So. Ja, genau, Essen hatte ich auch noch hier drin. Ja, Niklas. Ja, warte. Sofort. Muss mir noch kurz Fackeln machen, weil ich hatte keine Fackeln mehr. Ich glaube, in der Kiste waren eventuell auch noch welche, aber YOLO. Ich leere gerade mein Inventar auf die aus, Niklas. Digga, ich merke das schon. War hier nicht gerade irgendwas da, Fackeln? Wow, jetzt hab ich mir... Jetzt hör mal auf damit! Brauchst du das nicht, oder was? Oh, lol. Doch, die Wolle brauche ich. Ja, ich sammle den Rest, dann nicht die Wolle. So, okay, let's go. Also, okay. Jungs, wir gehen let's jetzt Bäume farmen. Let's go, ab geht's. Hast du noch Fackeln? Nee, ich hab keine Fackeln mehr, Niklas. Ja, ich hab dir 64 gedroppt. Du bist ein sehr aufmerksamer Zuhörer. Wo hast du die gedroppt, hat, ne? Ja, hier, Alter, hier sieht das ja dunkler aus als in manch Arschlöchern. Ich sag's lieber nicht. In manch Arschlöcher. Oh, hier ist ein Creeper, lass sie explodieren. Hier gibt's ich hör's nur, Alter. Ich hör nur diesen Ton von Tod und Verderben. Explosionen Gewalt. Und Allahu Akbar im Hintergrund. So. Hier wird gegraben. Oh, da oben hast du Eisen übersehen. Ne, ich habe das extra sogar da gelassen, weil ich erstmal ein bisschen ausleuchten wollte. Egal, ich habe keinen Bock drauf, mich da hochzubauen. Ja, die Höhle ist auf jeden Fall sehr groß, schon zu Ende hier. Ne, gibt ja noch andere Richtungen. Ja, ich weiß. Mich unter dir, dass die Kohle weggrabbe. Ja, ich hab's gesehen, Mann. Beziehungsweise ich bin oben, weiß ja gar nicht, was ich später benutzen soll. Ja, moin.
So, ah, hier geht's auf jeden Fall rein. Lass mich mit deinem persönlichen Ausleuchter gerade. Ich bin eher arm. Hier ist ein Baby-Zombie. Lol, ich glaube, hier ist die Höhle, aber wow, hier ist die echt zu Ende. Wolltest du gerade sagen, du bist mehr Armleuchter als Ausleuchter? Ja, ich wollte auf jeden Fall arm. Hier geht's, Alter, Niklas, was ist das hier? Holy fuck, was ist das für ein riesiger Raum? Alter, wie das hier aussieht. Ist dort drin etwa ein Baum? Niklas, die Höhle ist größer als das, dein Arschloch, Alter, nachdem ich richtig reingefickt hab, Mann. Ich schwör's dir, was ist denn hier, wie riesig ist das hier gerade? Keine Ahnung, Mann, ich weiß überhaupt nicht, wo du hergelaufen bist. Wieso explodierst du nicht? Ach, jetzt explodierst du also. So. Ich bin keine Ahnung, ich bin schon tiefer in der Höhle, als ich in Matthias Marm drin stecke. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Oh mein Gott, das hat richtig heftig geblitzt, Jungs. Ich werde heute Nacht sterben. Ja, das ist heute Nacht, das ist seit Jahren, Alter. Das ist 16:57 Uhr, Alter. Er hat aufgelegt. Ich dachte jetzt, Dingens. Ich dachte jetzt, er wäre wirklich irgendwie rausgeflogen oder so. Nee, glaube ich nicht. Ich hoffe. Ich glaube, er will ein bisschen Trollorinho machen. Trollinho? Trollorinho. Alter, was ist hier? Die Höhle ist so riesig. Kohle habe ich keinen Bock zu holen. Alter, hier geht's sogar nochmal runter. Alter, hier ist übelst viel Eisen. Alter, was ist, geht's denn hier ab, Mann? Ich bin jetzt nochmal eine Etage tiefer gefallen. Wäre voll witzig, wenn sich unsere Wege gleich wieder kreuzen würden oder so. Oder unsere Schwerter. Niklas, kennst du noch, im ersten LP haben wir mal die tiefste Höhle, die größte Höhle aller Zeiten gefunden. Ja. Eine war so abnormal groß. Alter, wie krank ist diese Höhle hier? Alter, hier ist so mega viel Eisen, Mann. Was ist hier los? Ganz heißes Eisen, aber ist auch kaltes Eisen. Aber ich muss auch Kohle wieder mitnehmen. Ich hasse es, dass man Kohle baut man einfach nie ab, weil das immer so viel ist. Und man denkt immer, man hätte so viel. Aber dabei hat man gar nichts. Ich baue mir ein Eisenhaus. Oder ein Waisenhaus. Aus Blöcken, aus Waisen. Na. Man muss 9 Waisen, dann kriegt man einen Waisenblock. Ich finde das nicht so lustig. Wenn ich das Bild nicht vorstelle, ist das aber nicht mehr so witzig. So ein Kinderhaus. Lol? Was ist denn hier für ein Bug? Warte. Lol, ich kann da. Ja, okay, da ist irgendwie so ein Bug, keine Ahnung, Mann. Liegt vielleicht am Texture Pack oder so? Am Texture Pack. Texture. 76 Sekunden Moab. So, wartet mal, Matthias hat eine Sprachnachricht in die WhatsApp-Kante geschickt. Ich hab Stromausfall. Es ist gelaufen. Oh mein Gott, ich bin eine gewisse Person. Abonniert meinen Kanal und ich will erstmal wegklicken so. Ja. Alter, ich hab voll wenig Herzen nur noch mal. Ich hab voll wenig Herzen, dafür doppelt so viel Schmerzen. Aber normalerweise, ich möchte mal ganz kurz, nicht dass ich ihm nicht glaube oder so, ne? Aber ich möchte mal ganz kurz feststellen, dass normalerweise, wenn bei jemandem der Strom ausfällt, die Skype-Verbindung nicht sofort abbricht, indem er auflegt, sondern einfach erstmal dieses Geräusch kommt, der Reconnect versucht wird und dann erst derjenige rausfliegt. Ja, ich glaub's auch. Na, ich glaube aber, das schon. Ich glaube, es hat trollt. Wir trollt öfter mal. Oh, wie er explodiert ist. Digga, die Höhle geht noch tiefer. Alter, was geht? Was geht, YouTube, Marcel, zu dem Skorpion? Was geht? Weiß gar nicht, kennt ihr das? Man weiß gar nicht, in welche Richtung man denn laufen soll. Naja. Und man weiß, wenn man sich jetzt für einen entscheidet, dass man in die andere niemals wieder laufen wird. Ja. Weil das Ding ist, selbst wenn man später wiederkommt, denkt man halt, ah, das ausgeleuchtete war ich schon. Ja. Digga, was ist das für eine Höhle, was Nick? Das baue ist die größte Höhle, die ich hier gesehen habe. Oh nein, meine ist zu Ende. Ich komm gleich zu dir runter, Marcel. Du musst mir dann mal irgendwie erzählen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Oder ich schau gleich halt erstmal. Oh, ich sehe schon, wir sind gerade schon bei 19 Minuten. Oh. Da ist es ja eigentlich Zeit, die Folge zu beenden. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein, bis dann. Lass auf jeden Fall.